wieder ein Reserve. Das ist immer gut, Reserve. Holz haben wir hier. Zwei Stück. Dann kommt Kobbel drum. Kobbel ist hier. Wie findet ihr das eigentlich? Monolog oder mit den anderen im Dialog besser? Was ist. Ich denke mal, das hier ist ein bisschen langweiliger als das andere. Könnte ich mir vorstellen, zumindest. Könnt ihr mal in die Kommentare schreiben. Freuen wir uns immer drüber. So, Eisen und jetzt Gold. Ein Conductive Pipe. War das Golden Conductive oder? Wooden war das, glaube ich. Jetzt brauchen wir einfach nur normale Wooden Pipe. Und machen da Redstone dran. So. Golden war da unten. Dann Redstone. Und den Rest habe ich vergessen. Alloys und Carbon. Okay. Alloys hatten wir, glaube ich, noch. Ah, Glück gehabt. Ha. So. Wooden Pipes bräuchten wir aber noch zwei Stück, also Wooden Conductive und noch normale Conductive Pipes. Die sind... Ah, hier waren doch auch noch Stone, oder? Da. Wie viele? Puh, 6 Stück, 8 Stück, ist egal, 12 kommt. Ah, da. 12 Stück rein. Klack, 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 klack. Die brauchen wir dann, um die Quarry mit normalem Strom zu erzeugen, weil das von zwei verschiedenen Mods ist. Der wandelt quasi normalen Strom in Buildcraft-Strom um. Das, so nennt sich der Mod. Hier klauen wir uns die Dias raus für ein paar Kabel noch. Wir haben ja ziemlich viele verbaut eben. Ist echt krass, wie viele. Naja. Dahin und Silber. Naja, kein Glas mehr. Nachschub holen. Tja. 1, 2, 3. Sollte reichen. Hoffe ich. So. 37 Stück nur. Echt nicht mehr? Ach, Silber ist uns ausgegangen. Ja, Silber ist auch so ein tolles Zeug. Ich weiß ja nicht, wo wir das wieder versteckt haben. Ich suche hier ziemlich viel, fällt mir auf. Naja. So. Das reicht, hoffe ich. Die Quarry sollte so platziert sein, dass die schnell was hier hinbringt. Aber auch so, dass wir gut den Strom hinbringen können. Ich würde die daher glatt hier hinter irgendwo bauen. Und auch nicht so groß. Und damit wir schnell auch ein bisschen tiefer kommen. Hier rechts, links ist doch der Raum, oder? Okay, einen Moment, sorry. Keine Fackeln, da seht ihr absolut nichts. Fackeln.
Da, vier Stück. Damit kommen wir weit. Mache ich noch mal ein paar. Jetzt fehlt es wieder an Kohle. Ich hasse Fackeln. So, Fackeln. Fackeln, Kohle. So. Sechzig Stück lang. Mehr brauchen wir nicht. So, Kohle habe ich hier doch. Ach ja. Hätte ich nur Holz noch gebraucht. Uran. Das können wir auch gut gebrauchen. Ach nee, doch nicht. Smaragde. Ah, verdammt. Lasse ich mich immer noch von reinlegen. So. Ein paar Landmarks wären vielleicht noch cool gewesen. Die machen wir auch noch. Zeige ich euch auch direkt noch wie. Und zwar braucht ihr dafür Lapis. Also 3, 4. 3 Stück reicht nochmal, falls wir einen verlieren. Und Redstone Torches und schon habt ihr Landmarks. So, hier einmal hier durch. Es wäre Licht. Mach ich hier ein kleines Räumchen für die Quarry. Und lasse das dann hier alles abbauen. In welcher Richtung denn überhaupt? Ich glaube in zwei Richtungen. Also wir haben jetzt zwei Stück gebaut. Da können wir auch direkt mal zwei anschließen. Mal gucken, wie lange der Strom reicht. Wird sich schon zeigen. Dann mache ich den Energy Link in die Mitte davon. Wobei, es ist doof. Kann ich den so abbauen überhaupt? Das ist eine gute Frage. Die Ranch habe ich natürlich auch nicht dabei. Wir probieren es einfach mal aus. Ja, sieht gut aus. So. Weil jetzt zuerst die Wooden Conductive Pipes dran müssen. Ist ja immer so bei diesen Pipes. Zuerst Wooden und dann die anderen. So. Dann würde ich hier die erste Quarry aufstellen. Genau hier. Die soll dann hier anfangen und ein 10er Loch oder sowas buddeln. Ist 10 okay? Ja, für den Anfang schon. 1, 2, 3, 4. Ah, Strom ist leer. Labpack. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 vielleicht. 1, 2, 3, 4. Ja, 10 ist okay. Ist egal. Zwei Stück, dann 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 und 10. Noch eine Landmark. Jetzt fehlt uns noch die Ranch. Oder egal mit was, einfach Rechtsklick drauf machen. Dann sollte der sich verbinden eigentlich. Warum macht er das hier nicht? Ah, jetzt. Wenn das dann wirklich hier alles verbunden hat, kann die Quarry dran. Die ist hier. So. Dann fallen die Landmarks wieder ab. Man kann sie wieder einsammeln. Und man hat dann genau den Rahmen, den man braucht. Man sieht jetzt, dass er hier noch ein bisschen nach oben geht. Alles, was bis dahin ist, wird einfach von der Quarry weggebaut, ohne dass wir die Items da drin bekommen. Also,
Das wird quasi verschwendet. Ist jetzt aber auch egal, die wird da genug finden. So. Dann brauchen wir Strom für die. Gehe ich mal zwei tief und buddel ein bisschen. Ah, schon wieder ein Loch. Der Reaktor ist ja hier rechts irgendwo. Vielleicht können wir da eine Abzweigung machen. Okay, es bringt nicht viel. Hier ist die MFSU. Holt in Yaki seinen Strom her. Hier. Ich würde da ja auch gerne nur 11 V Strom dran machen. Dann verbraucht die nämlich weniger und leistet genauso viel. Die Query nimmt sich immer genauso viel, wie sie nehmen kann, maximal. Und wenn es nur 11 V ist, dann nimmt sie nur 11 V Strom. Und das ist wesentlich günstiger für uns. Dann reicht eine MFE-Füllung quasi für eine Nacht aus. Und so viel kann dann noch eine MV Solar Array füllen. Deswegen ist das eigentlich ganz praktisch. Wenn wir jetzt HV-Strom reinlauten würden, würde die das auch annehmen und unsere MFSU direkt leer saugen. Wo bin ich hier? Ach ja. Dann bauen wir am besten nochmal MV und LV. So. Oder zumindest eine LV. Können wir mal gucken, wo wir uns anschließen. Der Ausgang ist auf dieser Seite. Was ist denn hier drunter? Hier wurde alles verkabelt, leider. Dann machen wir das in der Decke hier. Oder in der Wand, ist besser. Bis hier runter. Gehen dann hier lang. Wo bin ich hier? Okay. Da habe ich es getroffen. Ah, da kann aber einer wieder aufräumen. So. Stromkabels. Kommen hier lang. Und dann. Ja. Hier sieht es vielleicht besser aus. So. Das ist ja dann schon mal nur noch MV. Brauchen wir noch einen LV? Hier kann man auch nicht. Ach, schau, das langt nicht. LV haben wir auch vorhin gebaut. So, so. Und jetzt noch einmal. Kupfer. Erstmal überlegen. Dauert immer ein bisschen länger bei mir. Das kann weg. Das hier. Emerald Glass Wood. Das kann hier rein. Dann brauchen wir noch ein paar Pipes. Und vor lauter Pipes habe ich das Kupfer vergessen. 1, 2, 3. Die allgemeine Verplantheit holt mich ein. So. Wenn jetzt einer sagt, warum macht ihr das alles mit Glasfaserkabeln? Ihr seid doch bescheuert. Da ist er recht. Das ist ziemlich bescheuert. Zumindest das letzte Stück hier. Viel Glasfaserkabel hätte ich mir jetzt sparen können. Aber was soll's, wir haben es ja ein Ticket. Ja, alles billig. So. Spätestens wenn der erste MK3 läuft, geht's richtig aufwärts. Würde
mit unseren Ressourcen.